Sandra Sittlik, Zuspielerin, Jumpfloater, ganz kurz. Ein Service-Winner zur 2-Punkte-Führung. Gleich nochmal so einer. Ein bisschen forsch da übers Netz gegriffen. Von Laura Weinmeier, aber geht klar aus Sicht des Schiedsgerichts. Potsdam zieht auch im Durchgang 3. Das heißt auch, das haben sie bisher nicht gemacht, aber im Gesamtstand bei einer 2:0-Satzführung ziehen sie jetzt eben auch hier im dritten Satz mit 3 Punkten davon. Und Köpenick nimmt eine Auszeit. Die Annahme muss kommen in Köpenick. Wichtigstes Element jetzt für die Damen in Schwarz. Umgekehrt wird Potsdam versuchen, diese Serie an Aufschlägen fortzusetzen. Ja, da war die Annahme da, aber der Block hat aufgepasst. Und im zweiten Versuch, Viktoria Bienek von hinten etwas überrascht, legt den Ball ins Netz. 6:2, Potsdam. Es ist im Moment kein Durchkommen für Köpenick. Schöner Doppelblock, Annika Zülow und Ramona Stucki. Und letztgenannte, die Mittelblockerin, versenkt dann auch den gesicherten Ball, der da wieder übers Netz fliegt. Die 28-jährige Mittelblockerin von Potsdam lässt im Moment gar nichts anbrennen. Köpenick reagiert. Nimmt Nienke de Waal aus dem Spiel, die ist sauer. Hinten. Und es kommt Jessica Göbner. Volle Power im Angriff von Ilona Dröger, aber Position 6 gut besetzt in der Abwehr. Und dann mit Auge. Und Feeling und Händchen Annika Zülow zum Punkt. Sie schlägt den Block nur an. Tja, welches Erfolgsrezept ist das bessere? Im Endeffekt immer das, was auch erfolgreich ist. Angriff, ich habe es vorher gesagt, eine ganze Woche. Linie schlagen, Linie schlagen, Linie schlagen. Was passiert? Nichts passiert. 8:2, jetzt mal ein bisschen kämpfen und Eier zeigen. Los! In Anlehnung an unseren Bundestorwart, den ehemaligen Olli Kahn. Die Köpenickerinnen müssen sich zeigen und Trainer Ferrer Coutinho ist der Meinung, dass sein Team die Anweisung nicht umsetzen kann oder es zumindest nicht tut. Longline sollen sie angreifen. Dröger, undankbare Aufgabe, der Ball sehr dicht am Netz, zu kurz, muss sie hinterherlaufen. Aber umgekehrt, der Block steht einfach gut im Moment in Potsdam. Es kommt Ann-Marie Knauf. Doreen Engel geht. Spielerwechsel, wieder keine gute Annahme. Oh. Ramona Stucki lässt da vorne aber überhaupt nichts anbrennen im Moment.
Entspannung auf Seiten von Potsdam. Und etwas einsam sitzen sie da in Köpenick. 8 Punkte jetzt die Führung für das Heimteam. Riedel kann den Ball nicht übers Netz bringen. Der erste hat noch funktioniert über die Position 2, wie gefordert Longline, aber die Abwehr war da. Und dann den zweiten, da musste sie zaubern, da musste sich was einfallen lassen, das gelang nicht. 11:2 für Potsdam. Wieder zu dicht das Zuspiel. Sie kommen nicht durch. Wie eine Wand, eine weiße Wand, steht der Potsdamer Block. Der Zuspielerrückwechsel. Die erfahrene Doreen Engel, 43 internationale Einsätze für Ungarn, hat sie bereits hinter sich. Kommt zurück. Endlich mal wieder ein erfolgreicher Angriff. Mit einer Menge Glück durch den Block gebracht von Ilona Dröger. Erstes Zuspiel von Sandra Sittlick, zieht da den Block und über außen verwandelt am Ende Patricia Grohmann. Ja, da hatten sie einen Dreierblock sogar gestellt auf Seiten von Köpenick. Mit Erfolg, aber den Ball wieder aufgebaut auf Seiten von Potsdam. Ramona Stucki setzt den Jump Floaters aus, bekommt eine Pause. Für sie kommt Libera Lisa Rühl ins Spiel. Es steht 5:14 aus Sicht von Köpenick. Laura Weinmeier außen an den Block. Der 16. Punkt. Nein, der 15. Punkt. Entschuldigung. Für Potsdam, einer fehlt noch. Und dann gibt es noch eine technische Auszeit. Mutig gespielt. Doreen Engel legt den zweiten Ball rüber. Der Block war da, die Abwehr war da, aber der Ball berührt den Boden. Immer wieder Patricia Grohmann.
Klasse Leistung von ihr. Ist da auf der 4 eine sichere Bank für ihre Zuspielerin. Diese Familie ist nicht meine Mannschaft. Ich habe jeden Tag drin. Jeder versucht etwas, aber nichts funktioniert. So guckt jeder zu. Ihr selber. Und nur machen. Nur machen. Eigener Job. Aber jeder selber macht Fehler nicht. Versuchen immer jede Sache. Besser. Es stimmt hinten und vorne nicht beim Köpenicker SC. Eine verlässt sich auf die andere. Und der Trainer aus Kuba weiß nicht, ob das hier sein Team ist, mit dem er eine Woche lang trainiert hat. Frank Wolny bleibt bei seiner Linie. Wenn der zweite Ball nicht absolut rotationsfrei steht, wird er abgepfiffen. Isabel de Oliveira guckt da etwas vorwurfsvoll zum Schiedsrichter. Ja, und da sieht man es. Das ist genau die Situation, die Sie angesprochen haben. Eine verlässt sich auf die andere. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und so funktioniert es nicht. Und gleich eine Auszeit hinterher. Es läuft gut für die Potsdamer Damen. Genau das brauchen sie jetzt ein Stück weit. Einen klaren, einen deutlichen Sieg. Und die Gäste aus Köpenick, die machen es ihnen leicht. Aber man muss auch sagen, dass Potsdam seine Linie durchzieht, nicht viel zulässt und jetzt in der Lage zu sein scheint, dieses Spiel durchzuziehen und zu Ende zu bringen. Riedel erfolgreich über die 2. Außen an den Block. Der kommt zwar zurück, aber der Ball geht ins Aus. 10 Punkte immer noch der Rückstand. Da aus Sicht von Köpenick. So ein erster Ball. Den muss man im eigenen Feld halten. Gelingt nicht. Und sofort der Angriff von Potsdam. 19:8. Aufschlag Janine Hinderlich. Kurzer Jumpfloater. Und symptomatisch. Der Ball fällt schnell. Und Sandra Sell kriegt die nicht mehr. Muss gehen, wird ausgewechselt. Für sie kommt wieder Viktoria Binek. Noch 5 Punkte fehlen Potsdam zum wichtigen, zum ersehnten Sieg. Der nächste Fehler, diesmal Ilona Dröger mit der Annahme in Richtung Ersatzbank.